Herzlich willkommen zurück in Bolivien, zurück bei Ghost Recon Wildlands. Ja, jetzt wieder mit dem Predator, denn ich habe die letzten Tage, beziehungsweise die ganze letzte Woche und auch diese Woche schon, immer wieder Fragen gelesen, wie besiege ich den Predator, wie schaffe ich die Sam Fisher Mission, wie kann ich die Future Soldier Mission schaffen. Ich vermute daher, dass Leute jetzt wieder auf Tier 1 grinden und beziehungsweise jetzt noch schnell vor Breakpoint rauskommt, auf Tier 1 grinden und natürlich die Rewards, die entsprechenden in Breakpoint haben wollen. Und ja, dann dachte ich mir, mache ich doch einfach zu allem nochmal ein Tutorial. So, dann fangen wir jetzt hier mit dem Predator an. Und zwar, zum Ersten möchte ich euch ans Herz legen, macht das, wenn es hell ist, nicht in der Nacht. Hat einfach den Grund, dass man in der Nacht sich die Markierung, wo die Disc, die der Predator wirft, diese rote Markierung, die sieht man in der Nacht nicht, also im Nachtsichtgerät nicht so gut. Und ja, dann schnappt ihr euch vor dem letzten Kreis hier, also ihr schnappt euch ein Sturmgewehr oder ein Sniper eures Vertrauens. Ich würde ein Sturmgewehr empfehlen. Denn auch wenn die Sniper um einiges mehr Schaden macht als das Sturmgewehr, ballert das Sturmgewehr in derselben Zeit, in der die Sniper einmal schießt, halt 10, 15 Schuss raus. Macht deshalb mehr Schaden. Dann schraubt ihr sicherheitshalber den Schalldämpfer ab. Einfach, ich weiß nicht mal was, ob es wirklich was ausmacht. Was die Feuerrate angeht. Aber auf jeden Fall die Reichweite ist dann höher. Die Schadensreduktion habt ihr ja mit dem verbesserten Schalldämpfer-Skill. Könnt ihr die ja entfernen. Aber die Reichweite ist auf jeden Fall ohne Schalldämpfer höher. Also die Mündungsgeschwindigkeit, obwohl es in echt eigentlich genau umgekehrt ist. Aber hey, Balancing. Und ja, dann begebt ihr euch vor den letzten Kreis. Geht noch nicht rein. Und ruft erstmal alle Verstärkung. Ruft normale Verstärkung gebeten. Und Ablenkung so tief rein, wie es geht. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Denn die Rebellen, die dienen als zusätzliche Feuerkraft und vor allem als, Kanonenfutter. Für den Predator. Freddy der Preddy, wie ich ihn gerne nenne. Ja, und dann rennt er, wie gesagt, in den Kreis rein. Geht oben zur Munitionskiste. Moment, da passt man nicht durch. Töte es! Ja, töte es, genau. Habe ich den Schalldämpfer ab? Ja. So, die Munitionskiste. Stellt euch davor und dann habt ihr direkt voraus, so auf 300 Grad, habt ihr eine Dreierbaumgruppe. Das ist euer Kampfgebiet. Ihr müsst zwar ab und zu rausgehen, um auf den Predator zu schießen, aber das hier ist im Generellen euer Kampfgebiet. Denn ihr habt hier eine relativ gute Deckung durch Bambus, habt hier noch einen Baum. Ist das echt? Und könnt halt immer relativ schnell zwischen den Deckungen wechseln, falls er euch mal anvisiert hat. Und was geht mit dir ab? Und zusätzlich würde ich euch empfehlen, immer ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Denn man rennt schneller los, wenn man schon in Bewegung ist, als wenn man steht. Momentum halt, ne? Wenn ihr könnt, zielt auf den Kopf. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und ihr könnt ihn auch treffen, wenn er getarnt in der Gegend rumläuft. Das war Midas. Und achtet natürlich immer auf den Sound, wann er sich enttarnt. Ihr möchtet die Rebellen so lange wie es geht am Leben erhalten, denn in der letzten Phase schießt er ungefähr, keine Ahnung, so gefühlt alle 2 Sekunden. Und dann möchtet ihr so viel Kanonenfutter haben wie möglich. Passt allerdings mit dem Feuerbefehl für eure Kameraden auf, denn im Norden, Nordosten so ungefähr, also hinten irgendwo, ist ein Unidad-Außenposten. Und ihr wollt kein Beef mit denen. Mann am Boden. Und lasst eure Kameraden liegen.
Solange noch mindestens einer lebt, lasst sie liegen. Die kommen, die schon wiederbeleben. Hörst du mich? Ich bin gleich da. Aber achtet natürlich drauf, dass immer mindestens einer eurer Kameraden noch lebt. Denn wenn nicht, habt ihr keinen mehr, der euch wiederbelebt. Der steht weit weg. Und passt auch auf, wenn ihr euch hinter den Bäumen versteckt, wenn er euch anvisiert hat, dann stellt euch nicht direkt press hinter den Baum, denn die Schulterkanone hat, wie nennt man's? Area of Effect. AOE. AOE Damage. Gut, jetzt. Komm, der liegt direkt vor mir. Komm, machen wir gerade. In der letzten Phase auf keinen Fall mehr wiederbeleben. Denn, sag mal, hau mir ab. Denn der erscheint da viel zu schnell und schießt viel zu schnell. Da könnt ihr nicht komplett wiederbeleben, ohne getroffen zu werden. Lasst das dann eure Teamkameraden machen. Verluste, hier drüben. Da habt ihr auch noch einen Stein, wie ihr seht. Als Deckung. Ja, wie gesagt, nicht press hinter irgendwas stellen. Und auch gucken, dass etwas zwischen euch ist, wenn er schießt. Denn wenn das Ding, wenn das Projektil auf den Boden geht, dann haut es euch halt trotzdem weg, weil es halt einen relativ großen Radius, Explosionsradius hat. Freddy, wo bist du? Da. Und am besten immer gucken, dass euer Magazin schön gefüllt ist. Mir geht gleich die Munition aus, nicht so gut. Sollte, bevor ich ihm noch mehr Damage mache, mal an die Munitionskiste rennen. Zur Not könnt ihr aber auch die Gefahr... Na toll. Oh, das war knapp. Alter Schwede, das war knapp. Deshalb am liebsten immer zwischen den Bäumen bleiben. Verluste, reißt euch zusammen, wir haben Verluste. Ja, immer zwischen den Bäumen bleiben und rennt aus den Bäumen raus. Das bin halt ich. Warum hat das so lange gedauert? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich bei den richtigen Bäumen stehe. Aber ich stehe schon bei den richtigen. Vielen Dank. Also was ich gerade eben sagen wollte, zur Not könnt ihr die gefallenen Rebellen auch als Munitionsquelle nutzen. Oder wenn nicht, er schießt halt einen und... Moment, ich komme. Ich glaube, wir haben kaum noch Kanonenfutter. Da hinten, der hat es auf uns abgesehen. Danke. Sie wirft dann einen Disk. Und wir müssen raus, das ist schlecht. Das wollen wir eigentlich nicht. So, sind das hier meine drei Bäume? Ja. Ganz da hinten steht er. Alter, wie weit steht er weg? Uns geht echt das Kanonenfutter aus. Und ich bin scheiße positioniert jetzt, weil ich aus meiner... aus meiner Tri-Tri-Deckung. Tri-Tri-Deckung raus bin. Wir haben Verluste. Feuer. Eröffnen. Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Denn wenn alle tot sind, haben wir keinen mehr, der uns wiederbelebt. Ich hab dich. Halt einfach durch. Ich bin auf dem Weg. So, das war's. Wenn ihr einen Booster habt, ist jetzt der Moment, ihn zu aktivieren. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Und außerdem auch, wenn ihr den Fotomodus benutzen wollt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Oh, hat aus. Oh, Thumbnail. So. Wie gesagt, wenn ihr einen Booster habt, aktiviert den Booster jetzt, nicht vorher schon. So, ich habe kein Ziel. Geht kurz hin. Gott verdammt. Kann man die wegschieben.
und rennt direkt, direkt raus. Verluste. So. Wir haben Verluste. Jo. Das war also Freddy der Preddy. Was zur Hölle war das? So schafft er den relativ easy. Ich hab dich, halt einfach durch. Gut, dann bis zum nächsten Tutorial. Gleich morgen zeige ich euch dann, wie ihr die Future Soldier Missionen bzw. die Missionen ganz easy schaffen könnt. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.